Hallo Leute, ich habe hier so eine Art Friedhof gefunden. Das habe ich auch noch nie gesehen. Hier liegen zwei große Fleischfresser und zwei große Pflanzenfresser, die ich jetzt leider noch nicht heilen und reiten kann, weil mir die Level fehlen. Da liegt sogar noch einer. Das habe ich echt noch nicht gesehen. Also, die kämpfen ja gegeneinander und dann können sie auch sterben. Aber dass so viele Tote wirklich auf einer Stelle liegen, habe ich noch nicht gesehen. Das finde ich gerade richtig geil. Also, das finde ich richtig cool. Ich werde euch in diesem Video auch zeigen, wie ihr große Dinosaurier finden könnt, wenn ihr keine findet, sag ich mal. Also wie man sie leichter verfolgen und finden kann. Bleibt dran. Und jetzt ist das, worauf ich gewartet habe. Es wird nachts, weil ihr seht hier die großen Sterne. Die großen Sterne sind Dinosaurier. Die zeigen die Position eines großen Dinosauriers an. Ihr seht, wir sind jetzt hier und darüber leuchtet ein. Oh, nicht angreifen. Darüber leuchtet ein Stern. Das ist eine Minimap sozusagen. Und ihr wisst nicht genau, welche Art von Dinosaurier es ist. Es kann so einer sein, es kann so eine Art Triceratops sein. Also ich kenne jetzt den Namen noch nicht. Aber es kann halt auch ein Fleischfresser sein. Ich kann es jetzt eigentlich zeigen. Der greift eigentlich, also jetzt wahrscheinlich, weil ich in Dino-Gestalt bin, jetzt nicht so. Doch, der greift auch an. Er hat jetzt einen anderen Dinosaurier umgehauen. Also ihr müsst euch wirklich von der Schwanzkeule fernhalten. Das ist ganz wichtig. Nee? Ist das so? Willst du mich umhauen? Willst du mich am liebsten töten, ne? Das willst du. Ich weiß es. Komm, dreh dich nochmal. Oh, jetzt hat er meinen Dino erwischt. Ha, Mist. Wenn die Sterne nah beieinander sind, heißt es, dass mehrere Dinosaurier auf einen Haufen sind und das erhöht die Chance, dass die Dinosaurier gegeneinander kämpfen und ihr einen toten Dinosaurier vorfindet, den ihr dann auch wieder heilen und zähmen könnt und halt darauf reiten. Ich höre einen sehr großen. Da ist er. Das ist, glaube ich, ein Kantosaurus heißt der. Und ich kann ja mal zeigen mit Pfeil und Bogen, man kann ihn leider nichts anhaben, außer dass er euch wahrscheinlich umbringen möchte. Ja, so. Und so sieht es aus, wenn ein Dinosaurier euch tötet. Ich hoffe, dieses Video hat euch etwas geholfen, große Dinosaurier zu finden, zu heilen, zu reiten und nicht von ihnen umgebracht zu werden, so wie ich. Also bis zum nächsten Video. Ciao.